Hallo und herzlich willkommen zurück bei Epic Auto Towers. Genau. Das letzte Mal haben wir uns ja mit ein paar Katzen versucht rumzuschlagen. Und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt bekommen und draus machen können. Dann nehme ich mal hier die Random. Sehr schön. Da würde ich hier mal den Obsidian Tower nehmen. Und den hier hinpacken. Und dann, ja, noch ein Chest auf jeden Fall für Gold. So, also der bekommt alle Boosts. Temporary kriegt der dauerhaft. Und da kann man schön was mitmachen. Nicht unbedingt mit denen jetzt, aber zum Beispiel der Guardian. Ne? Der gibt auch, wenn er stirbt, temporary allen plus 1 plus 1. So, nehmen wir hier noch einen Thief. Und der gibt Gold, wenn er neben einer Kiste ist. Das ist okay. Aber wir müssen ja auch irgendwie, ja, vorankommen. Unsere Tower bezahlen. Ja. Oh, das ist auch geil. Flower Tower. Verteilt auch temporären Damage und HP. 20% von seinem eigenen Angriff und Verteidigung. Ist auch sehr cool. Ja, also boostet den Obsidian Tower auch ständig. Genau wie der Guardian. Das heißt, der wird einfach nur immer stärker. Und das ist jetzt das Ziel. So, mit 12 Gold können wir hier. So. Der bezahlt sich quasi auch von selbst. So. Ah, okay. Jetzt würde ich gerne einen B-Tower bauen. Und hier, weiß gar nicht. Lieber den Guardian versuchen weiter aufzuleveln. Genau, der B-Tower hat nämlich eine Wahrscheinlichkeit, Honig zu generieren. Da bekommen wir einen Honey Tower. Und der kann den dann konsumieren und wird dann geboostet. So, und Reroll würde jetzt eh nichts bringen, deswegen machen wir einfach mal weiter. So, der verteilt jetzt schon plus 2 plus 2, der erste, der zweite plus 1 plus 1. Das heißt, jede Runde gibt es auch nochmal 3 für den. Plus nochmal das vom Flower Tower. Genau, wenn wir jetzt den Flower Tower noch ein bisschen upgraden könnten, wäre das super. Ah, hier haben wir noch einen Bären. Ah, nee, der geht nicht so richtig in diese Rechnung auf. Oh. Okay. Den B-Tower noch erhöht. Komm, upgraded. Ja, genau. Jetzt kommen halt noch mehr. Oh, sehr gut. So, und der ist auch weg. Wir wollen halt jetzt auch den Flower Tower ziemlich stark machen. Jawohl, genau. Unser erster Honig. Hier noch B. Der wird halt konsumiert von dem Tower links von ihm. Und der boostet ja dann die Tower links und rechts von ihm. Also der macht die quasi auch nochmal stärker. Der wird von dem stärker und der wird dann auch durch den... Der boostet dann halt auch den Obsidian Tower. So, und wir, genau, wir brauchen halt die Beans, Bienen, um überhaupt Honey zu bekommen. Deswegen, der hat upgraded, den Slot brauche ich halt. Und ja, jetzt rollen wir uns mal noch ein bisschen durch. Upgraden eigentlich nur noch unsere, okay. Weil unsere Tower, die wir so haben. Und warten drauf, dass der Obsidian einfach knüppelhart wird.
Und das sieht ja schon mal ganz gut aus. Er hat jetzt mit 9 Leben noch überlebt. Jawoll, wieder ein Honey Tower. Honey Tower bedeutet wieder, wir kriegen ordentlich wieder einen ordentlichen Boost auf den und auf den. Ja, so ein Forge Tower ist eigentlich auch ganz geil, weil es kostet keine 5, sondern nur 1 Gold. Würde den Honey Tower aber zu einem 5-5er machen, wodurch die Flower Tower auch jedes Mal 5-5 dazu bekommt und dann 20% abgibt. Ihr versteht schon. Also, es ist eine sehr coole Kombi auch, aber wir haben leider keinen Platz mehr dafür. Ich bin schon recht zufrieden, wie es jetzt gerade aussieht. Okay, nächste. Oh, das. Nächste Runde kommt der Boss. Ich versuche mal zu rerollen und nochmal. Ah, den nehmen wir vielleicht mit. Ah, Honey Tower. Wenn der Erfahrung bekommt, bekomme ich so viel Gold. Das heißt, der kostet 5. Ich bekomme 5 Gold. Nein. Schade. Ah, ich kann aber hier auch nichts spielen. Deswegen machen wir einfach mal weiter und hoffen mal, dass wir jetzt hier auch mal gut geboostet werden. Die Obsidian. Ah, es hat gereicht. Super. Aber es war verdammt knapp. A Tower will gain 25 HP und 25. Oh, sehr cool. Hier haben wir wahrscheinlich irgendwie immer 5 Türme zur Auswahl. Extra Tower Slot. Plus 25 Damage. Und ich finde das eigentlich schon ein bisschen cooler. Weil da können wir jetzt sagen, der wird einfach gebufft. Oh. Oder wir geben dem einfach einen Butler. Der bekommt ja jede Runde plus 2, plus 2. Schade. Nee. Butler finde ich auch richtig cool. Würde ich auch mal gerne noch einen Durchgang damit machen. Der gibt ja dann den Royal Tower doppelt so viel. Also da sind es dann schon plus 4, plus 4 jede Runde. Und das rechnet sich dann schon. Jawohl, Honey. Und Flower. So, und dann vielleicht noch den Dieb und die Biene, Bohne. Ah, ich habe das mal. Ich mach's hin. Konsumiert. So, jetzt haben wir es aber auch schon mit wesentlich nervigeren Gegnern zu tun. Deswegen wir jetzt eigentlich auch immer Honig wollen. Schade. Kriegen wir jetzt aber nicht mehr. Ah, da sind unsere Bienen hier noch ein bisschen zu schwach. Also 8%, dass wir Honig erhalten. Hier nehmen wir das Gold, weil wir wollen eigentlich auch die Rerolls, um relativ, ja, um dann schnell die Möglichkeit zu haben, viel die Möglichkeit zu haben, jawohl, Honig zu bekommen. Zweimal lohnt eigentlich jetzt nicht, würde ich sagen. Zumindest, wie wir gerade so ein bisschen unterwegs sind. Ja genau, dann lieber noch den Thief noch ein bisschen upgraden. Consumed, perfekt. Oh. Oh, jetzt kommt noch eine zweite Welle. Oh, die kommt schon an den Obsidian ran. Wir brauchen jetzt echt jede Runde brauchen wir Honig. Ich darf halt nichts anderes machen. Oh, Butler. Oh, der Honig ist so gut. Oh, jawohl.
Und hier, genau, auch noch ein Bild Gold. Das bringt leider nichts. So, also erst bufft er ihn und dann wird er von ihm konsumiert. Und dadurch, dass er dann halt stärker ist, kann er dann den Obsidian hier der Runde auch immer mehr geben. Jawohl, genau. So will ich das. Nochmal Honig. Okay, ich versuche mal hier nochmal den Honig abzugraden. Na, hier vielleicht noch eine Biene. Bean Tower 4. Zack, consumed. Okay. Oh. Naja. Ja, der Flower. Ich will aber Flower Power sagen. Der Flower Tower ist halt jetzt nicht so das. Oh, gelbe. Na, aber er ist halt dafür da, um den abzugraden. Ja, um den schön zu leveln, schön stark zu machen. Ah, den Obsidian. Ja, genau. Zack, dann konsumiert er den. Das ist halt auch eine coole Kombo. Einfach. Du buffst einen und dann frisst ihn. Jetzt sind die ja nicht mal in den Flower Tower vorbeigekommen. Da haben wir wieder Honig und hier haben wir noch einen Flower Tower. Jawohl. Können wir nochmal Honig? Ah, ich weiß gar nicht. Nee. Da müsste ich jetzt nochmal Honig kriegen. Nee, das hätte sich nicht gelohnt. Das wäre zu risky gewesen. Nee. Das ist zu risky. Lieber noch den. Die Biene. So, okay. Das kommt. Oh, das wären jetzt. Genau, 3 Waves von Gegnern. Ja, 100 Leben ist kein Problem. Selbst für den jetzt nicht. Jetzt gibt es wieder gut Gold. Den gönne ich ihm. Ah, schade. Jawohl. So, und jetzt kann ich halt auch noch überlegen, will ich vielleicht noch den Thief Tower upgraden? Aber nächste Runde kommt dann auch schon der Boss. Und ja, der wird easy. Also, der kommt zwar zu dem Obsidian Tower, aber der macht den nicht mal unter 100 AP. Der Flower macht halt schon enorm viel Schaden und hält enorm viel aus. Und hier haben wir ja schon... okay. So, jetzt würde ich aber gerne mal noch... Ich würde gerne noch den Guard Tower upgraden wollen, aber das kriege ich jetzt glaube ich nicht mehr hin. Den Thief nehmen wir mit. Ja, komm, und die Biene hier. Und dann kommt der Dude. Bam, 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 bam. Jetzt zack, zack, zack. Und er kommt nicht mal an den Flower Tower vorbei. Wow, krass. Super cool. Ja. So, und damit ist jetzt... ja, toll. Ja, komm, gönne ich mir. Kriegen wir hier noch was Cooles. Oh, können wir hier eigentlich jetzt auch so langes rerollen? Ach, schade, bis wir... Genau, Honey. Genau. So. Und End of Turn. Und es wird passiert trotzdem noch. Okay, cool. Haben quasi so eine Gratis-Runde bekommen. Nice, würde ich sagen. Richtig nice. Jetzt haben wir hier noch einen Ancient Tower, aber nicht für jetzt. Haben auch noch unsere 3 Leben, ja? Also nicht schlecht. Ja, und damit haben wir die Runde auch erfolgreich beendet. Also Flower und Obsidian mit Bohnen, mit Bienen und Honig. Auch eine verdammt geile Kombo. Und
Ich glaube, so safe bin ich bisher auch noch nie durchgekommen, oder? Ja. Das hat sich ja auch so gut hochskaliert. Na gut. Also dann hoffe, die kleine kurze Runde hat euch gefallen. Schaut doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Es werden wahrscheinlich noch so ein, zwei Videos dazu kommen, wo ich noch andere Strategien ausprobieren will. Ja, von daher bleibt dran. Haut rein. Danke fürs Zuschauen und bis bald.